Bitte beruhigen Sie sich. Herzlich willkommen. Sie sind jetzt schon fertig, wa? Herzlich willkommen zu So geht's, einem Comedy Crash Kurs für Senioren. Ja, wir sind die kommende Bevölkerungsgruppe Nummer 1, die sogenannte werberelevante Zielgruppe zwischen 14 und 49 stirbt aus. In wenigen Jahren wird es überwiegend 50-Jährige geben. Und nicht nur das, auch die Verpflichtung der Erderhaltung liegt in unseren Händen. Händen ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd. Nein, man hat festgestellt, eine dramatische Verschlechterung der Samenqualität bei 20-Jährigen. Da gewinnt das Wort Ruhestand eine ganz andere Bedeutung. Und die Rentenkassen sind auch leer, also müssen wir uns bis ins hohe Alter selber ernähren. Ich bin da schon, Sie noch nicht. Deshalb lernen Sie bei mir heute in 2,5 Stunden alles, was Sie brauchen, um ein erfolgreicher, älterer Komiker zu werden. Ganz wichtig, das Opening. Das ist wie der erste Eindruck beim Kennenlernen. Wenn Sie das verkacken, können Sie im Grunde gleich nach Hause gehen. Deswegen beschäftigen wir uns in der ersten Hälfte des Programms mit den verschiedenen Möglichkeiten, ein Opening zu gestalten. In der zweiten Hälfte lernen Sie, wie man ein Programm beendet. Das ist der Lehrstoff. Was braucht man für ein Opening? Musik. Ich arbeite sehr gerne mit Fanfaren. Ich mache Ihnen das vor. Ta-ta-ta-ta! Ta-t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 a. Das werden Sie singen, da die Band ja noch nicht da ist. Nicht das Ganze, nee, Frau, machen Sie doch nicht gleich so ein Gesicht. Nur das Letzte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Das singen die Damen, Sie haben mich auf die Idee gebracht. Und die Herren setzen sich bei dem letzten Ton mit dem kleinen Begrüßungsapplaus durch. Und so machen wir die ersten 15 Möglichkeiten, ein Opening zu gestalten. Ich trete jeweils etwas zurück, um dann in diese Applausbrandung hineinzutreten. Und dann zeige ich Ihnen jedes Mal ein neues Opening. Das wird so toll. Auf drei. 1, 2, 3. Nein. Wo genau haben wir uns verloren? Ich hatte doch gesagt, die Damen singen ta-ta-ta-ta-ta-ta und bei ta die Herren. Es war sicher mein Fehler, wir machen es nochmal. Auf drei. 1, 2, 3. Das war das schönste Opening, was ich heute gehört habe. Okay, Nummer 1. Fällt Ihnen was auf? Ich habe abgenommen. Ja, ich muss jetzt immer Wetterbericht hören. Über Windstärke 3 traue ich mich nicht mehr vor die Tür. Nein, Übergewicht ist wirklich ein Riesenproblem. Eine schwedische Studie hat festgestellt, Übergewicht kann zu Alzheimer führen. Warum, habe ich jetzt vergessen. Woran merken Sie, dass Sie Übergewicht haben? Wenn Sie nach dem Essen den obersten Knopf der Hose aufmachen wollen. Und der ist schon auf. Es naht aber Hilfe. Und da sind Sie gefragt, liebe junge Mütter. Stillen Sie Ihr Kind, solange es irgend geht. Man hat festgestellt, lang gestillte Kinder neigen später weniger häufig zu Übergewicht. Als Beispiel, Piet Klocke ist offensichtlich bis kurz vor dem Abitur gestillt worden. Wohingegen ich meine erste Brust anlässlich meiner Entjungferung zu Gesicht bekommen habe, mit 30. Aber jetzt die gute Nachricht. Übergewichtige Männer sind treuer als normalgewichtige. Ich sehe, was viele Frauen denken. Sie denken, mir doch scheißegal, ob der Fettsack fremd geht. Ne? Hauptsache, er lässt mich in Ruhe. Was habe ich in dieser Opening-Form gemacht? Ich habe über ein hervorstechendes Merkmal an meinem Körper gesprochen. Das wirkt souverän, selbstironisch und die auch eine Wampe haben, fühlen sich geborgen. Ne? Ich hätte auch sagen können, ich werde oft gefragt, Jürgen, das bin ich, du siehst derartig rasend gut aus für einen über 60-Jährigen, das ist doch nicht normal. Du hast doch kosmetische Eingriffe machen lassen. Dann sage ich selbstverständlich, ich habe mir ein paar Falten machen lassen, künstliche Tränensäcke, den Bauch ein bisschen aufgespritzt, damit das mit dem Neid aufhört. Ja.
Jeder hat doch irgendetwas Komisches am Körper, mit dem er als Pfund wuchern kann. Na, wenn Sie abstehende Ohren haben, wie Prinz Charles, ne, dann kommen Sie raus und sagen, habe ich mir gerade operieren lassen. In Polen, war echt günstig. Oder wenn Sie eine Glatze haben, ne, können Sie sagen, oh, war das schön, dieser späte Wintereinbruch. Ich kann ja Schneeflocken hören. Oder wenn Sie eine große Nase haben, wie Gottschalk oder Mike Krüger oder Steffi Graf, können Sie sagen, hat Vor- und Nachteile. Vorteil hält mich vom Koksen ab. Der ist ja nicht finanzierbar. Nachteil, wenn ich im Wald spazieren gehe, setze ich die Vögel drauf, kacken den Zinken voll. Ne? Oder wenn Sie kleinwüchsig sind, obwohl das dürfen Sie ja nicht sagen, das ist politisch nicht korrekt. Wenn Sie vertikal herausgefordert sind, dann nehmen Sie einen der vielen schönen Zwergenwitze und erzählen ihn in der Ich-Form. Ich mache Ihnen das vor. Hallo Freunde. Ich bin in Rumänien groß geworden. Normalerweise reicht groß geworden für einen Brüller. Wenn nicht, wie hier, müssen Sie nacharbeiten. Dabei ist was schiefgelaufen. Wenn ich einmal traurig bin, springe ich in eine Pfütze und kraule ein paar Runden. Und zum Trocknen renne ich nackt über eine frisch gemähte Wiese. Dann muss ich lachen. Denn die Gräser kitzeln mich am Skrotum. Sie können auch Sack sagen, aber der hat kein R. So, das war das sogenannte selbstreferenzielle Opening, wo Sie über sich sprechen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie übers Publikum sprechen. Das machen wir jetzt. Ich brauche wieder meine Fanfare. Wir drehen es mal um. Die Herren singen. Da, 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 da. Und die Damen auf da. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wow. Es gibt gewisse Unterschiede in der künstlerischen Talentlage. Wie geht's? Gut? Allen? Kann ich sagen. Statistisch gesehen unmöglich. In einem Raum dieser Größenordnung mit 6000 Leuten muss es einige geben, denen es nicht gut geht. Ich hoffe, es geht Ihnen nachher besser. Aber ich bin sehr glücklich, Ihnen sagen zu können, Sie sehen fantastisch aus. Größtenteils. Nein, hässliches Publikum ist etwas Furchtbares. Schlimmer ist nur blödes Publikum, aber das fällt ja meist zusammen. Wenn ich hässliche Menschen sehe, wäre ich nervös. Da fängt es bei mir an zu rattern. Wenn ich eine hässliche Frau sehe, denke ich, ach du Scheiße. Was für ein Schicksal. Diese potthässliche Frau hat doch bestimmt die ganze Kindheit und Jugend hindurch davon geträumt, Stewardess zu werden. Und sie wusste, dieser Traum wird nie in Erfüllung gehen. Denn eine Stewardess muss schön sein. Wie nennt man eine hässliche Stewardess? Notrutsche. Ja, das greift ja nicht. Das greift, es gibt keine hässlichen Stewardessen. Und das ist doch das, was ich nicht verstehe. Warum müssen die Stewardessen so schön sein? Was macht eine Stewardess? Sie bringt Säfte. Deswegen heißt sie im Volksmund und mittlerweile auch im Duden Saftschubse. Sie bringt Säfte und Essen auf Rädern. Warum muss man dazu aussehen wie Germany's Next Topmodel? Es würde reichen, wenn man nicht so dick ist, dass man mit dem Arsch nicht durch den Mittelgang passt. Und nicht so hässlich, dass alleinreisende Kinder anfangen zu weinen. Aber nein, da legen die Airlines diese aberwitzigen Schönheitskriterien an. Mit dem Ergebnis, dass eine Frau wie Angela Merkel, nicht die auch ihre ganze Kindheit und Jugend hindurch wahrscheinlich diesen Traum hatte.
Da muss diese arme Frau, die Perle der Uckermark, ins Kanzleramt ausweichen. Um ein bisschen persönliches Glück zu erfahren. Westerwelle, dasselbe Schicksal. So, jetzt haben Sie zwei Openings gelernt. Das reicht. Mehr brauchen Sie nicht.